Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und in diesem Fall auch wieder liebe Zuschauer. Wir haben eine weitere Folge zum Podcast der Mission Verantwortung und zwar ganz konkret eine weitere Folge mit einer Autorin zum Sammelband Verantwortung tragen. Und ich freue mich ganz besonders, heute als Gast begrüßen zu dürfen unsere Frau Dr. Anke Elisabeth Ballmann, die größten Wert darauf gelegt hat, dass ich sie nicht als Doktor begrüße, aber ich mache das jetzt hier. Und sag mal Hallo. Guten Morgen, lieber Bernd. Liebe Anke, würdest du dich ganz kurz einfach selber mal vorstellen, ein bisschen was Persönliches von dir preisgeben, damit unsere Hörer wissen, mit wem wir es zu tun haben? Mache ich gern. Mein Name ist Anke Ballmann. Ich lebe seit 28 Jahren in München. Lebe hier seit 14 Jahren mit Mann und zwei Feldkindern. Habe zwei Stiefsöhne, die erwachsen sind. Komme ursprünglich aus dem irischen Ort, der Wirtstochter. Und da habe ich vor 4 Jahren das Wirtshaus meiner Vorfahren renoviert und habe da praktisch, ich habe in München ein Institut seit 2007. Das ist das Lernmeer. Da beschäftige ich mich hauptsächlich mit Lernen, wie der Name schon sagt, und mit mehr Lernen. Und da habe ich im Odenwald vor 5 Jahren eine Zweigstelle eröffnet. Beruflich habe ich derzeit hauptsächlich in der Frühpädagogik zu tun. Ich arbeite mit Kinderkrippen, Kindergärten und Horten und mache da Fortbildungen und Weiterbildungen für Erzieherinnen und bin vor Ort in den Kitas und begleite sie auf dem Weg in Richtung gute Kita, weil die Qualität in den Kindergärten und vor allem in den Krippen, die ist nicht so berauschend und da ist noch einiges zu tun und das ist das, was ich beruflich mache und sehr gern mache, seit ganz vielen Jahren schon. Dann haben wir ja schon fast die nächste Frage beantwortet bekommen von dir. Nämlich, was hat dein Tun, was hat dein Wirken mit Verantwortung zu tun? Ja, für mich ganz viel, weil die Kinder eben, das ist unsere Zukunft und es geht für mich schon darum, da sehr verantwortungsvoll mit Kindern umzugehen. Dementsprechend auch verantwortungsvoll mit den Pädagogen, die mit den Kindern arbeiten. Mir ist ganz besonders wichtig, dass die Pädagogik in den Einrichtungen, und zwar egal jetzt wo, ob Schule oder Kindergarten oder auch in Unternehmen, dass die möglichst gewaltfrei abläuft und zwar jetzt nicht mit Prügelstrafe, die ist längst vorbei, also hoffe ich, sondern auch psychische Gewalt. Und dazu habe ich dir im Vorgespräch schon erzählt, da bin ich gerade in den Endzügen eines Buches, das heißt Seelenprügel und erscheint im September. Und der Titel ist natürlich, der geht gleich sofort durch Mark und Bein, sage ich mal. Ich wollte jetzt gerade noch ein kleines Witzchen machen und unsere Hörer an dieser Stelle mal auf den Stand bringen, dass ich mit der Anke tatsächlich vor 2 Tagen das Vergnügen hatte, das komplette Interview schon mal zu führen. Aber der Bernd leider dumm genug war, die Aufnahmetaste nicht richtig zu drücken. Und insofern dürfen wir das heute wiederholen. Und ihr habt es gerade gehört, sie ist in den letzten Zügen und ist eigentlich total im Zeitstress, deswegen freut mich ganz besonders und nochmal ein besonderes Dankeschön an dich, dass du nochmal zur Verfügung standst für diesen Podcast. Gerne, ich sehe es jetzt als Training. Obwohl jede 10 Minuten wahrscheinlich gerade eine Rolle bei dir spielen. Ja, nein, 10 Minuten nicht. Also ich rechne in Stunden momentan. Okay, na dann geht's ja noch. Alles gut. Anke, der Titel, habe ich gerade schon gesagt, der berührt beim Zuhören. Ja. Verantwortung und Verantwortung für unsere Zukunft und die nächsten Generationen zu übernehmen, das ist letztendlich ein Teil deiner Arbeit. Was verstehst du unter Verantwortung? Wie definierst du dieses Wort? Ich habe mehrere Definitionen. Die nicht so schöne Definition bei Verantwortung hat für mich immer noch was mit Pflicht zu tun. Und wenn da praktisch die Pflicht nicht erfüllt wird, die Pflicht, die von außen kommt, ist jetzt ganz wichtig, dann hat Verantwortung immer noch was, auch für mich persönlich, mit schlechtem Gewissen zu tun. Immer mehr, zum Beispiel, ich rede jetzt mit dir und habe ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich müsste ich schreiben. Ist jetzt, ich presche gleich rein, ist jetzt Pflicht gleich schlechtes Gewissen? Ist Nein, überhaupt nicht. Gleich schlecht? Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass schlechtes Gewissen kann auch ein Motivator sein. Also ich finde es gar nicht mal nur schlecht, aber wenn es zu viel ist, ist es sehr anstrengend. Okay, schlechtes Gewissen bin ich bei dir, aber ich will da mal auf die Pflicht zurückkommen. Wenn du sagst Pflicht, das hört sich so an, als wenn Pflichten was Schlechtes wären. Nee, überhaupt nicht. Ich finde Pflichten was sehr Gutes. Danke. Nur ich glaube, es ist wichtig,
dass man sich für Dinge selbst verpflichtet. Und das ist auch die andere Definition von Verantwortung, nämlich das ist eine Wahl zur Verpflichtung. Ja. Und in dem Moment, wo ich was selbst wähle, bin ich, jetzt kommt die Psychologin, intrinsisch motiviert. Ja. Und bei einer intrinsischen Motivation liegt mir selber daran, dass ich was erreiche und dass ich dem, was ich mir vorgenommen habe, auch nachkomme. Und dann ist Verantwortung tragen vielleicht nicht immer angenehm, aber produktiv, und das Ergebnis ist meistens sehr angenehm. Das ist ja wunderbar, das ist ein schöner Ansatz. Da will ich auch gleich den Ball auffangen und fragen. Das heißt, alles, was nicht intrinsisch motiviert ist in diesem Fall, jede Pflicht, die von außen kommt, ist dann aber was Negatives. Nein, ich glaube, dass es immer Pflichten gibt, dass es immer Pflichten gibt, die von außen kommen. Ja. Und die zu einer Tätigkeit, die intrinsisch motiviert ist, dazugehört. Ein Beispiel, ich hasse Büroarbeit wie die Pest. Ja. Keine Excel-Listen und so die klassische Büroarbeit, Buchhaltung und so weiter, das ist überhaupt nicht mein Revier, aber es muss halt einfach gemacht werden. Ja. Da bin ich nicht intrinsisch motiviert, das ist reine extrinsische Motivation, und mein Gott, dann wird es halt erledigt und ich mache mir die Erledigung so schön wie möglich. Ja. Es gibt ja auch Dinge, die von außen kommen, die wir gar nicht mit einer intrinsischen Motivation verbinden müssen. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt in einer Gemeinschaft, wir sind in einer Gesellschaft, und wir reden vom Autofahren. Dann einigen wir uns darauf oder wir bekommen die Einigung überliefert, dass wir bei Rot halten und bei Grün fahren können. Jetzt kann ich motiviert sein oder ich kann nicht motiviert sein. Es ist meine Pflicht, bei Rot anzuhalten, damit die Gemeinschaft funktioniert. Wie gehe ich denn damit jetzt um? Ja, du kannst dich ja entscheiden. Du musst ja nicht bei Rot anhalten. Ja, ich hatte einen Freund, der hat mal gesagt, man soll sich nicht von Farben konditionieren lassen. Aber ja, genau. Also, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass, wenn eine Gemeinschaft funktionieren soll, dass es gewisse Regeln geben muss. Ja. Nur ich glaube, sie dürfen nicht willkürlich sein und sie brauchen einen Sinn. Und es gibt ja auch Länder, da geht es ganz wunderbar, das Autofahren, ohne dass Menschen an roten Ampeln warten. Ich erinnere mich an eine Fahrt durch Italien. Ich bin mal durch Triest gefahren, da war ich die Einzige, die an der roten Ampel stand. Und ganz schnell abgewöhnt. Und wo dann wirklich mehr Unfälle passieren, weiß ich nicht. Man sagt ja, dass je weniger Schilder, desto weniger Unfälle, weil die Menschen achtsamer sind. Ich kann mir es vorstellen, ich weiß es aber nicht. Das sind so Geschichten, die man hört man mal oder liest man mal irgendwo. Mhm. Ich glaube, ohne Regeln funktioniert es nicht. Man muss schauen, dass es aber nicht zu viele Regeln sind. Wie gesagt, Willkür finde ich was ganz Entsetzliches. Mhm. Und im Prinzip sind sie doch dann auch intrinsisch motiviert. Ich will ja, dass die Gemeinschaft funktioniert. Wahlweise, ich muss die Konsequenzen tragen, wenn sie dann nicht funktioniert. Sehr schön. Das heißt, ich bin ja in der Lage, eine intrinsische Motivation daraus zu machen. Ja, das wäre schön, wenn man, also vielleicht nicht jeder, aber ich bin mir sicher, du kannst es. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das ist das, was ich den Menschen immer gerne mit auch auf den Weg geben will. Du kannst ja darüber entscheiden, wie du darüber denkst. Ja? Genau. Das heißt, du bist ja nicht verpflichtet, das als Demotivation zu nehmen, sondern du kannst ja aus jedem Scheiß dir einen Spaß machen, auf Deutsch gesagt. Ganz genau. Wenn ich sowieso etwas tun muss, ob es mir jetzt Spaß macht oder nicht, dann kann ich ja versuchen, daraus irgendwie was Freudvolles zu gestalten. Genau, so mache ich es bei den Excel-Listen. Du bist eine der Autorinnen des Buches Verantwortung tragen. Und hier haben sich einige Leute zusammengetan, 26 Stück an der Zahl, die alle was zum Thema Verantwortung zu sagen haben. Das stimmt. Wir haben das Buch noch nicht in einem Podcast gezeigt. Halt das mal nochmal hoch. Das ist wunderbar. Verantwortung tragen, Impulse für Führungs- und Zukunftsbewusstsein. Da kommen wir auch gleich nochmal näher drauf. Jetzt bist du mit einem Beitrag da drin. Jetzt mach uns mal ein bisschen neugierig. Was hast du geschrieben? Was ist dein Beitrag? Mein Beitrag, der heißt, welche Leader brauchen wir morgen? Und es geht um die Führungskräfte von morgen. Es geht gar nicht nur um die Führungskräfte, es geht darum, mit welchen Menschen möchten wir morgen arbeiten? In welche Schulen müssen diese Menschen gehen, damit sie auf ein Leben vorbereitet sind, in dem sie viel selber denken müssen? Und im Prinzip geht mein Beitrag über das Lernen von Kindern und über die aktuellen Schulen, die so, wie sie derzeit laufen, nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Also die meisten Schulen. Es gibt Ausnahmen. Es gibt eine Organisation, die nennt sich Schule im Aufbruch. Und die haben ungefähr 50 Schulen in Deutschland schon, wo sie Schulen auf den Weg gemacht haben, anders zu arbeiten mit Kindern.
Es geht gar nicht darum, dass es keinen Frontalunterricht geben soll, den immer weniger, aber es geht darum, mehr in Projekten zu arbeiten, weniger in Fächern zu arbeiten, über Notengebung nachzudenken, weil Noten relativ wenig aussagen über Kompetenzen von Menschen. Mhm. Es geht darum, dass derzeit die Kinder oder ganz viele Kinder nicht glücklich sind in Schulen, auch Lehrer nicht, die Burnout Zahl bei Lehrern ist sehr, sehr hoch. Eltern sind nicht glücklich. Eltern haben Stress mit den Kindern, auch am Nachmittag. Und da muss man einfach mal schauen, passt System jetzt, läuft noch in die Zeit, wie sie jetzt ist. Und da glaube ich nicht, dass sie noch passt. Mit der Meinung stehe ich nicht alleine. Da sind ganz viele namhafte Menschen, die das so seit Jahren schon bestätigen. Und es ist sehr, sehr schade, dass sich da so langsam was ändert. In Berlin gibt es zum Beispiel, du bist aus Berlin, gibt es, ich glaube, 3 Schulen. Eine hat sogar den Deutschen Schulpreis gewonnen, die neue Wege gehen. Und die arbeiten mit Kleingruppen, mit Neigungsgruppen und eben, wie gesagt, viel in Projekten. Und ich glaube, welche Schule das ist? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Okay. Also ich kann sie gerne, aber jetzt gucke ich nicht nach. Nee, nee. Aber ich kann gerne nachschauen. Erika Mann, Erika Fromm, Erika Mann Schule, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass Kinder wahnsinnig gern lernen. Sie lernen nicht immer genau das, was wir möchten, dass sie in dem Moment lernen. Aber prinzipiell sind zwar alle Kinder hoch intrinsisch motiviert. Sie haben ganz, ganz viele Interessen. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, weil die Aufgabe der Lehrer, die Kinder dahin zu begleiten, dass sie ihre Interessen verfolgen können. Automatisch werden sie lernen. Und das wird derzeit nicht gemacht. Und das ist sehr, sehr schade. Und ich habe gestern erst mit einem Leiter einer relativ großen Kita-Kette telefoniert. Und da ging es eben auch um Noten, weil er gesagt hat, es bewerben sich relativ viele, es sind hauptsächlich Frauen, in diesen Berufen mit schlechten Noten. Und er lässt sich davon gar nichts abhalten. Er stellt auch die ein, die nur 4er haben, weil sich in der Praxis gezeigt hat, das, was sie können, hängt mit dem, was sie in der Schule geleistet haben, nicht zusammen. Und ja, das ist schwierig. Nun ist das ja ein Thema, das ist ja schon lange präsent. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, es war ein Kassettenvortrag aus den 80ern, aber mindestens aus den 90er Jahren, da habe ich schon davon gehört, dass es hieß, unser Schulsystem ist nicht mehr zeitgemäß, wir müssen ganz anders vorgehen und so weiter und so fort. Warum hat sich da bis heute nichts dran geändert, wenn man doch schon so lange weiß, dass das nicht mehr zeitgemäß ist? Ich denke mal, es ist ein Riesenverwaltungsapparat und es arbeiten viele Beamte in diesem Apparat und es sind Menschen, ich weiß nicht, ob die Selbstinteresse daran haben, groß was zu ändern, weil wenn man dieses System ändert, wird sich auch der Berufsstand eines Lehrers sehr ändern. Ja. Und wir haben ja in Deutschland immer noch eine Teilzeitschule, also viele Schulen sind mittags aus und nachmittags haben die Kinder einfach ganz andere Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Hirnforscher, Manfred Spitzer heißt der, der sagt, wie sollte der Lehrer vormittags gegen Star Wars am Nachmittag ankommen können? Es ist einfach nicht mehr spannend genug. Und wenn die Möglichkeit ist, nachmittags was ganz anderes zu machen, dann ist es vielleicht viel spannender. Wahlweise vielleicht ist die Schule selber nicht so spannend. Ich denke mir oft, einen Geschichtsunterricht, wo vorne irgendjemand steht und irgendwas erzählt, der muss richtig gut erzählen können, damit da jemand zuhört. Ja. Weil mit 11 und 12 oder auch mit 15 Jahren interessieren sich einfach Kinder nicht für Geschichte. Wenn es nicht dementsprechend gut erzählt ist. Ich bin mir sicher, das ist wie überall, wenn der Geschichtslehrer begeistert von seinem Fach ist und begeistert erzählt oder in Deutsch, wenn die einen Autoren einladen würden und die wüssten mal, wie man blutet beim Buchschreiben, ja, dann würden Kinder vielleicht auch mit dem Medium Buch anders umgehen. Oder wenn sie in Physik, wenn da ein echter Physiker wäre. Und ich glaube, dass viele Lehrer sich auch danach sehnen, dass das frischer Wind in Schulen kommt. Und das ist, ich weiß nicht, warum es so schwer ist. Ich komme aus Bayern, da heißt immer Bayern Mühlen malen langsam, aber ich glaube nicht, dass so in Bayern die Mühlen langsam malen. Sind wir in Berlin nicht schneller, glaube ich. Ja, nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das hat sich so festgefressen seit 1900, wie Schulen abzulaufen haben. Und da ist so viel Umdenken angesagt. Hm. Und es müssen so viele Menschen umdenken. Man weiß zum Beispiel, dass wenn Kinder in der Pubertät sind, dass sie
von ihrer Biologie her, dass sie Eulen sind, dass sie also nachts fit sind und morgens eher schlafen. Und da gibt es Untersuchungen, dass wenn Kinder, wenn die Schule erst um 9 Uhr beginnen würde, dann wären die alle besser in der Schule. Oh, das darf ich nicht meiner Frau vorspielen. Das erzählt die mir seit mindestens 15 Jahren. Ja, hat sie seit mindestens 15 Jahren recht. Und ich meine, was ist so schwer daran, dass man die Schule einfach eine Stunde später beginnt? Naja, da hängt ja doch eine ganze Menge mit dran. Was ist so schwer daran, ist leicht gesagt. Ja, das ist so, also ich nehme das jetzt mal so auf, das ist ähnlich wie mit den Beamten. Ich glaube nicht, dass die einzelnen Personen jetzt daran schuld sind, weil sie da Beamten-Mikado spielen, sondern ja. Ich glaube, das ist ja ein Riesenapparat, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja, etwas, was im Laufe der Jahre so gewachsen ist und nur mit ganz viel Mühe so geworden ist, wie wir es heute haben. Und natürlich ist ein großes Unternehmen, wenn wir an Konzerne denken, nicht in der Lage, genauso schnell irgendwie Veränderungen vorzunehmen oder interne Veränderungen durchzuführen. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal von deiner Schule sprechen und ich nehme jetzt mal dieses Ding mit der kurzen Schule oder Halbtagsschule. Jetzt gibt es ja in dem Bereich immer wieder Versuchsobjekte, was ich persönlich natürlich recht schwierig finde, an unseren Kindern Versuche zu starten. Ich habe 2 oder 3 davon mit meinen eigenen Kindern erleben dürfen. Und wenn ich das Ding jetzt nehme, zum Beispiel mit der Ganztagsschule, mein Sohn kam von einer normalen, in Anführungsstrichen, Schule, dann auf eine Ganztagsschule. Zufällig war die Rektorin dann meine frühere Klassenlehrerin und sagt, Bernd, brauchst du überhaupt gar keine Sorgen zu haben. Wenn die Kinder hier um 16 Uhr aus der Schule kommen, sind die mit allem fertig und haben dann eben keine Hausaufgaben mehr und können dann wirklich Freizeit und Spielen haben. Das war aber in der Praxis leider überhaupt nicht so, denn sie war nicht mehr lange Rektorin, ging auf Rente und die Nachfolgerin hat es ganz anders gesehen. Und insofern hatten wir dann eine Schule, die ging bis 16 Uhr und mit den Hausaufgaben und allem, was dazugehört hat, haben wir in der Grundschule eine Vorgabe gehabt, die eigentlich bis 19 Uhr ging und das 5-mal die Woche plus alle 14 Tage irgendwie noch einen Samstag dran. Und das ist, glaube ich, dann auch wieder ein bisschen viel für unsere kleinen Kinder. Das geht überhaupt nicht. Aber ich sage ja, man muss im Prinzip, muss man am System auch was ändern. Man kann sich überlegen, wie wichtig Hausaufgaben sind. Es gibt jede Menge Untersuchungen über den Sinn und den Unsinn von Hausaufgaben. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es sich, also schnell von schnell können wir jetzt nicht mehr reden, weil wir wissen das ja schon seit ein paar Jahren. Naja, aber ist das nicht genau das? Das meine ich ja, ist das nicht genau das, was so schwierig ist? Du kannst es ja nicht einfach testen. Es gibt doch Menschen, die ändern. Die tun es halt einfach. Ja, aber du testest in der Schule, wir machen jetzt mal die 1. und 2. Klasse zusammen. Das soll gut sein. Haben wir uns so überlegt, kommt bestimmt was Gescheites was bei raus. Jetzt testest du es, setzt es 2 Jahre lang um und stellst fest, es ist der größte Scheiß. Genau. Musst du also wieder anders machen. Ja, es ist nicht der größte Scheiß. Es ist der größte Scheiß, das umgesetzt wurde. Okay. Die Idee, Kinder in verschiedenen Alters... Ich war betroffener Eltern, für mich war es der größte Scheiß. Entschuldigung. Genau, das Thema, es fehlt halt einfach, da tun mir alle Lehrer leid, es sind zu wenig Lehrer in den Schulen. Ich kann nicht Klassen mischen, ich kann nicht, 30 Kinder haben, die einen können perfekt lesen und schreiben, die anderen kennen noch keinen Buchstaben und sprechen kaum Deutsch. Das kann nicht funktionieren. Nicht mit einem Lehrer, das schafft kein Mensch. Also selbst Superman wird es nicht schaffen. Hätte man vorher drauf kommen können. Man kann auf so viele Sachen vorher kommen. Also es ist unglaublich. Man kann zum Beispiel drauf kommen, dass wenn eine große Fensterfront mit einem automatischen Rollo, wenn der Wind geht und der Rollo geht hoch und die Sonne scheint, wird es trotzdem heiß. Also lauter solche Geschichten. Ich war neulich in einem Kindergarten, es war ein Gewächshaus. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Und draußen hat es gerade mal irgendwie 18 Grad gehabt. Die Armen, im Sommer gehe ich da nicht hin. Und ähnlich ist es mit Schulversuchen. Es ist doch eigentlich nur logisch, dass ein Lehrer mit 25, 30 Kindern, das kann niemand schaffen. Also es müssen mindestens 2 Lehrer, da gibt es ja auch Modelle mit Assistenzlehrern oder mit Erziehern oder mit Sozialpädagogen. Es gibt 1000 Ideen, man muss es halt auch umsetzen. Und es geht da wieder Verantwortung, es geht natürlich mit der Schulleitung los. Die Schulleitung braucht gute Lehrer. Die braucht Menschen, die arbeiten wollen. Es gibt auch bei Lehrern welche, die richtig gut sind, die wahnsinnig gern arbeiten, die ihren Beruf wirklich lieben. Und es gibt da auch Schnarchnasen, wie überall. Mhm. Und die Schnarchnasen sind sowohl in den Schulen als auch in den Kitas. Die stören einfach. Und die stören den...
Ja, ist so. Die stören doch in jedem Unternehmen. Und eine Kita und eine Schule ist ja nichts anderes. Oh, was machen wir denn jetzt mit den ganzen Störungen? Anke, ich komme aus dem öffentlichen Dienst. In meinen ersten jungen, dynamischen Jahren habe ich gesagt, 90% der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst stören. Das wenn weiß du ich anguckst. Ich habe da heute eine ganz andere Meinung zu. Das soll jetzt bitteschön nicht heißen, dass die alle doof sind, um Gottes Willen. Oder nein, um Gottes nichts Willen. Leisten würden. Aber im jugendlichen Leichtsinn ist man ja, überzieht man ja dann auch nochmal ein bisschen. Die Problematik ist ja, denn haben wir sie alle als Arbeitslosengeldempfänger, weil sie in dem dynamischen Unternehmen, was wir auf der anderen Seite haben, vielleicht gar nicht bestehen können. Das ist ja auch sinnlos. Vielleicht gibt es ja einen Mittelweg. Vielleicht gibt es ja einige, die, also die Gefährlichen müssen raus. Also die Kindern schaden, da hilft alles nichts, die stören nicht nur, die schädigen. Ich finde es also, fantastisch, dass wir ein ganz anderes Gespräch führen als beim ersten Mal. Ja, das wäre doch langweilig für uns. Großartig. Für die Zuhörer wäre es wurscht, aber uns wird es langweilen. Also ich glaube, wenn jemand nur so ein bisschen stört, so ein bisschen lethargisch ist, den kriege ich hin. Eine gute Führungskraft schafft es vielleicht, ihn zu motivieren, ihm wieder Lust zu machen. Und wenn in einem Unternehmen, denke ich mal, die meisten Mitarbeiter motiviert sind, können die auch ein bisschen die ja, langsameren ein bisschen mitziehen. Das geht, glaube ich, schon. Es gibt halt Schnecken und Jaguare, es ist so. Die Kinder schädigen, da bin ich gnadenlos. Null Toleranz, die müssen raus. Weil die schädigen die Kinder, die schädigen dadurch auch unsere Zukunft. Und die bringen ja auch Teams durcheinander. Und ob die dann arbeitslos sind, also das ist vielleicht besser, wenn sie arbeitslos sind, da richten sie weniger Schaden an. Oder vielleicht gibt es, ja, besser als Kinder schädigen. Aber es gibt doch viele Berufe. Ich sage oft in meinen Kursen, wenn jemand mit Menschen arbeiten will, das ist oft das Argument, ich möchte mit Menschen arbeiten. Man kann doch auch mit Menschen außerhalb des Bildungssektors arbeiten. Ja. Und wo man weniger Schaden anrichten kann. Also es dürfen an die jungen Kinder, und mit jung sage ich jetzt mal bis Ende Grundschulzeit, da brauchen wir engagierte Persönlichkeiten, die ein Standing haben, die selbst hochmotiviert sind und die Verantwortung übernehmen wollen und nicht müssen. Mhm. Und wenn man jemand zum Jagen tragen muss, das wird einfach nichts. Einverstanden. Gut. Liebe Anke, warum bist du denn jetzt prädestiniert dazu, dich zu Wort zu melden, beziehungsweise ja in Schrift und in Sprache zum Thema Verantwortung hier? Ja, das frage ich mich auch immer und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es bin, aber ich habe es nun mal gemacht. Ich glaube, dass ich mich schon seit vielen Jahren und sehr differenziert mit dem Thema Lernen auseinandersetze und ich habe euch eigentlich gesagt, wie schnell Menschen das Lernen verkrätzen kann und wie einfach es auch ist, Menschen wieder Lust auf Lernen zu machen. Ich selber habe eine katastrophale Schulzeit hinter mir. Ich war auf 5 verschiedenen Schulen. Ich war ganz, ganz schlecht in der Schule. Ich habe Schule geschwänzt ohne Ende. Ja. Und trotzdem das Abitur geschafft. Auf einem sehr, ich würde mal sagen, Zickzack-Weg, aber es hat geklappt. Und ich wollte halt immer, weil ich immer irgendwelche Lehrer hatte, die gut waren. Ich hatte Gott sei Dank Eltern, die haben mich machen lassen, was ich wollte. Die hätten, also haben mich sogar was unterstützt. Also toll fanden sie es nicht. Aber sie haben, als ich dann gesagt habe, ach, ich mache jetzt doch noch weiter, haben sie nicht gesagt, tu es nicht, sondern wenn du meinst. Und ich habe eben gemerkt, dass ich zum Beispiel in Mathe, ich war in Mathe sehr, sehr schlecht und hatte da auch eine Lehrerin, der Hölle war, hier dich mal so mit Schmackes, habe ich dann auch gemacht. Und ich hatte Lehrer, die Verständnis hatten sie nicht, aber die waren einfach freundlich. Und ich glaube, dass ich deshalb dazu was sagen kann. Ich selber habe im Kindergarten gearbeitet. Ich habe eben Pädagogik, Psychologie und Soziologie studiert, kann auch fachlich ein bisschen was liefern. Arbeite jetzt schon seit über 20 Jahren mit Erzieherinnen und in Kindergärten und habe einfach auch gesehen, mit wenn man selbst engagiert dabei ist und ich liebe das, was ich mache, dann geht wirklich was voran. Und das waren zum Teil Kindergärten, die begleite ich über 1-2 Jahre. Die sind auf einem Level, wenn die anfangen, oft von einer ganz, ganz alten Pädagogik, so richtig mit Kindergärtnerinnen und die basteln, alle müssen das Gleiche zur gleichen Zeit machen, was auch den ganz Jungen nicht gefällt, also jungen Kindern nicht gefällt.
Und wenn wir dann 1,5 Jahre miteinander gearbeitet haben, geht es den Mitarbeitern besser, es geht den Kindern besser, die Eltern sind total glücklich und es geht. Und deshalb glaube ich, dass ich dazu was sagen kann und darf. Das hast du mehr als ausreichend beantwortet und ich glaube, jedem ist klar geworden, dass du Expertin auf diesem Gebiet mit Fug und Recht dich nennen kannst. Und deswegen danke ich an dieser Stelle auch im Namen der Hörer mal für deinen Beitrag in diesem so wertvollen Buch Verantwortung tragen, was ja auch einen Untertitel hat, nämlich Impulse für Führungs- und Zukunftsbewusstsein. Mhm. Jetzt frage ich mal Führungsbewusstsein, was hat denn jetzt Verantwortung mit Management und Zukunft zu tun? Ich glaube, dass die Verantwortlichen im Management Zukunft gestalten. Und ja, ich glaube, dass die extrem viel Verantwortung sowohl für die Arbeit als auch für ihre Mitarbeiter übernehmen müssen, weil sie es gestalten. Es hängt ja von der Führung ab, wie was läuft. Ja. Und dieses Zukunftsbewusstsein gekoppelt mit Verantwortung? Da glaube ich, dass wir alle, die wir Verantwortung übernehmen, auch Manager und Co., sehr differenziert schauen müssen, wo wir denn wollen, dass wir in Zukunft landen. Wir sind ja der Zukunft nicht ausgeliefert. Die schwappt ja nicht über uns und sagt, hallo, hier bin ich. Sondern wir sind dafür verantwortlich, dass wir sensibel mit Ressourcen und so weiter umgehen. Auch mit menschlichen Ressourcen natürlich. Ja. Dass wir schauen, dass wir ein Leben gestalten, in dem wir alle und auch alle anderen gerne leben möchten. Ja, das ist ein guter Punkt und ein schwerwiegender Punkt. Zum Thema Verantwortung, wo du ja vorhin schon gesagt hast, das ist so ein bisschen, ist zweigeteilt, nämlich einmal Last und einmal Freude. Ne? Da sind wir vorhin auch ein bisschen abgestorben. Ich würde das an dieser Stelle gerne nochmal aufgreifen. Ist es das, was dann der freudvolle Teil ist, nämlich meine Zukunft über Verantwortung gestalten zu können? So wie wir es hier über das Management jetzt gerade besprechen. Gilt das generell? Ich glaube, das wäre das Ideal, dass wir gerne Zukunft gestalten. Ich glaube, wir jetzt, also du und ich glaube, uns macht Spaß, Zukunft zu gestalten. Den Menschen, denen es noch keine Freude macht, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, das auch vorzuleben und ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie sehen, sie können gestalten. Ich glaube nicht, dass jeder so aufwächst, dass er das kennt, dass er was gestalten kann, sondern viele tanzen halt durch ihr Leben und nehmen die Vorgaben von anderen an. Warum lachst du? Über das Tanzen durch ihr Leben. Das war gerade so ernst und auf einmal tanzen die durchs Leben. Ich bin ja so ein visueller Typ. Okay. Also sie schleppen sich. Ja, nee, wunderbar. Ja, ich fand das einen extrem wichtigen Hinweis, den du gerade gebracht hast. Natürlich, es kennt nicht jeder. Und dann darf es unsere Aufgabe sein, dafür zu begeistern, ja? Ja, ich glaube, daher kommt die Coach-Schwemme momentan. Das ist der Markt von wegen, dass er anderen helfen kann, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Ja. Aber? Nichts aber. Und, wenn denn und. Ich habe mich eine Zeit lang dagegen gewehrt, dass wir für alles und jeden mittlerweile einen Coach haben. Ja? Noch machen wir nicht. Unsere Welt wird aber immer schneller und immer komplexer. Und insofern leuchtet es mir ein, dass wir alle, und ich schließe mich da vollkommen mit ein, für einige Bereiche dann wiederum einen Trainer brauchen, nenn den wie du willst, der uns in diesem Bereich hilft und Unterstützung bietet. Es muss ja nicht in jedem Bereich sein. Begleiter. Mir gefällt das Wort Begleiter mittlerweile besser. Genau, und es soll ja jetzt nicht sein, dass der mein Leben lebt, sondern dass ich für bestimmte Bereiche ein Helferlein habe. Genau. Okay. Führungsbewusstsein. Was würdest du deinen Führungskräften raten, wenn du nach einem einzigen Hinweis gefragt werden würdest? Dass sie sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln, weil ich glaube, dass Führung in erster Linie mit Persönlichkeit zu tun hat. Okay. Und Menschen, die jetzt auf dem Weg sind, Führungskraft zu werden? Dass sie lernen, sich mit ihrer Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Sehr schön. Sehr schön.
Was zeichnet denn heute den Manager aus, einen guten Manager aus, und was hat ihn früher gekennzeichnet? Oder sagen wir mal so, was darf man heute vom Management verlangen, was früher nicht notwendig war? Also ich glaube, früher war Management sehr autoritär. Es gab Ansagen und dann wurde erledigt. Und ich glaube, heute darf man viel mehr verlangen, viel mehr Weitsicht, viel mehr Menschlichkeit, viel mehr Empathie. Ich glaube, heute muss eine Führungskraft individueller arbeiten und vielleicht auch besser schauen, mit wem er arbeitet. Ich glaube, es geht heute auch bei den Mitarbeitern, also ich mag das nicht, wenn man Mitarbeiter in diese Kategorien einteilt, von wegen, da gibt es so A, B, C-Mitarbeiter, das ist mir einfach zu menschenfeindlich, weil ich glaube, wir haben alle, auch alle C-Phasen im Leben. Ich denke, es geht jetzt bei Führungskräften darum, dass sie, flache Hierarchien ist schwierig, aber ich glaube, es geht um flache Hierarchien. Ich glaube, dass sich Menschen nicht mehr so viel sagen lassen im Sinne von, mach das genau, wie ich das will, sondern Menschen wollen mitdenken, die wollen mitgestalten. Alle? Nee, nicht alle. Aber die, die es nicht wollen, wären auch nicht Führungskraft, hoffe ich. Nein, aber die sind ja die Folger, oder? Also ich sag mal, wir reden jetzt über die Arbeit der Führungskraft, die mit den Leuten arbeitet, und die Gefolgschaft, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, sind ja vielleicht, die wollen ja vielleicht auch Ansagen haben. Ja, dann kann er sie ja geben. Das meine ich ja mit individuell. Ich glaube, ich muss mir einfach Menschen anschauen. Und manche Menschen, die schränke ich ein, indem ich ihnen Ansagen mache. Und andere wollen Ansagen. Da muss ich als Führungskraft einfach hinschauen. Wer will die Ansagen haben? Wen gibt es auch Sicherheit? Und wen muss ich frei laufen lassen? Wer bringt dann richtig? Wer arbeitet dann so, dass es für das Unternehmen gut ist? Mhm. Und für ihn selber gut ist? Jetzt haben wir geklärt, was der Unterschied des Managers von heute zu gestern. Was meinst du denn, was morgen gefragt sein wird im Management, was heute noch gar nicht gefragt ist? Schwierig. Ich glaube, dass es immer weiter aufgeht. Ich glaube, dass immer weniger Spezialfähigkeiten gefragt, also schon Expertise, aber trotzdem viel mehr, also nicht fächerübergreifend, sondern viel mehr bereichsübergreifend. Ich glaube, wir können immer weniger die verschiedenen Bereiche voneinander trennen. Ich glaube zum Beispiel, dass Spiritualität ein ganz großer Teil werden wird in Unternehmen. Ach was? In Unternehmen, ja? Ja, ich glaube schon. Und zwar nicht im Sinne von, wir zünden jetzt alle irgendwelche ESO-Kerzen an. Also ich meine nicht Esoterik. Ja. Ich meine wirklich, dass es mehr gibt und dass wir getragen werden von irgendwas. Also ein größerer Blick auf die Welt und aufs Universum. Das, glaube ich, kommt. Okay. Na, das wäre ja schön, nicht? Ja, das wäre sehr schön, weil dann würden wir vielleicht auch anders miteinander umgehen. Ja. Wenn wir jetzt noch ein Schrittchen größer denken und an die Politik denken, Politik hat ja auch was mit Führung zu tun, mit Management zu tun und vor allen Dingen viel mit Verantwortung und auch mit Zukunft. Mhm. Was wünschst du dir von der Politik für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass wir größer denken in der Politik, dass wir das Thema Klima zum Hauptthema machen, dass wir also Umweltschutz einfach zu einem großen Thema machen, und zwar parteienunabhängig. Und das allerdings, ich komme nicht damit, dass jeder so in seinem Süppchen rumstochert. Okay. Das ist ja auch ein interessanter Punkt. Du hast gerade eben von Klima gesprochen, hast zweimal Klima gesagt und hast dann aber noch den Umweltschutz ergänzt. Ich finde ja spannend heute, dass wir nur noch über das Klima sprechen und nicht mehr vom Umweltschutz. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das mit der Debatte zu tun hat, mit diesem Fridays for Future, aber es geht, also mir geht es um Umweltschutz im Allgemeinen. Okay. Nun haben wir ja vor guten 10 Jahren sowas wie eine Finanzkrise gehabt. Heute haben wir schon fast verdrängt, dass die damals so hieß. Mhm. Im Grunde genommen ist danach alles so weitergegangen wie bisher mit vielleicht ein paar kleinen Veränderungen, aber nichts direkt am System oder nicht wirklich im Wirtschaftssystem oder im Finanzsystem eine Veränderung. Wie denkst du heute über unser Weltwirtschaftssystem?
Ich kenne mich mit dem Welt, also ich traue mich da ganz wenig zu sagen. Das sprengt wirklich meine Kompetenzen. Was ich nicht verstehe, wahlweise nicht gut finde, ist, dass man auf Lebensmittel, also auf Rohstoffe, dass die an die Börse gehen. Dass ich praktisch mit steigenden Lebensmittelkosten Geld verdiene, das kotzt mich an. Weil das geht nicht auf unsere Kosten, das geht auf die Kosten der Länder, also der armen Länder in Anführungszeichen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man mit, ich glaube, Derivate sind die Dinger, wo nichts dahinter steht, wo praktisch irgendwie nur irgendwas, was es nicht gibt, hin und her geschoben wird. Also so verstehe ich das. Mhm. Also vielleicht bin ich einfach auch zu doof, um das zu kapieren. Ich glaube aber nicht, dass ich so doof bin, sondern ich glaube auch nicht, dass das alle anderen verstehen. Und sowas, das würde ich gerne haben, dass es nicht erlaubt ist. Dass Finanzen brauchen für mich also eine gewisse Ethik. Man darf Geld verdienen. Geld verdienen ist eine schöne Sache, darum geht es gar nicht. Nur Geld verdienen auf dem Kosten oder auf dem Rücken von anderen, das finde ich ganz furchtbar. Und ich glaube auch, dass das irgendwie, dass sich das rächen wird. Ansonsten kann ich dazu nicht sagen, es sprengt wirklich meine Kompetenzen. Ich weiß zu wenig und ich verstehe vielleicht auch zu wenig die großen Zusammenhänge im ganzen Finanzbusiness. Danke für diese Ehrlichkeit an der Stelle. Das ist ja auch eine ganz klare Ansage, zu sagen, okay, hier stehe ich, dazu habe ich eine Meinung und darüber hinaus fühle ich mich nicht berufen, mich zu äußern. Das finde ich besser als bei manch anderem, der sein Gedöns los wird, obwohl er nichts von den Zusammenhängen versteht. Ja, ich war zu lange an Stammtischen gesessen. Ja, heute heißen die sozialen Netzwerke in meinen Augen. Ja. Wo du lernen konntest, dass alles besser wird, wenn der jetzt Bundeskanzler wird, weil der macht keine Arbeitslosen mehr oder dass wir jedes Länderspiel gewinnen, wenn der Bundestrainer wird. Das findet in meinen Augen ja heute bei Facebook und Instagram statt. Das stimmt. Und so einfach, wenn es wäre, wäre es schon erledigt. Ja. Ja, da haben wir die sogenannten Experten, die ich auch immer meine, die wir nicht so ganz schätzen. Ja. Aber zurück zu den Problemen. Es gibt ja eine Menge, du hast ja schon eine ganze Sache angesprochen, es gibt eine Menge Probleme, die weit schlimmer sind als das, was wir Finanzkrise genannt haben, wenngleich das schon eine erhebliche Delle noch geben kann. Aber wir verpesten unsere Luft, ob das nun mit Kraftwerken ist oder mit Fahrzeugen oder mit Schiffen oder Flugzeugen. Wir ringen regelrecht um Atem. Wir wissen nicht, wohin mit unserem Müll, verbuddeln den Kilometer tief oder schießen den auf den Mond oder schmeißen den ins Meer. Jetzt kommt natürlich ein Teil wieder davon an den Tag. Also da werden die Stimmen ja auch immer lauter. Apropos Meer, da haben wir noch eine Ressource Wasser, die wir dringend brauchen. Luft und Wasser brauchen wir irgendwie zum Überleben. Und die scheint ja begrenzt zu sein. Du hast gerade vom Nahrungsmittelhandel gesprochen, der ein bisschen suspekt ist. Jetzt haben wir einen Handel mit Wasser. Das erscheint noch suspekter und nicht nur dir und mir. Ja. Und darüber hinaus gibt es sicherlich noch die Problematik, dass wir mit verschiedenen Meinungen nicht so viel anfangen können. Meist begründet irgendwo aus einer Religion heraus und schlagen wir uns die Köpfe ein. Und das noch im 21. Jahrhundert. Nur ist die Erde ja eine ganz gute Zeit ausgekommen ohne den Menschen. Das muss man ja auch mal so ganz klar sagen. So furchtbar lange sind wir noch nicht da. Nee, glaubst du, wir haben die Chance, hier überhaupt fortzubestehen? Also ich glaube, wenn wir so weitermachen, nicht. Und dann ist es ja auch ganz gut, wenn wir nicht fortbestehen. Ich glaube aber, dass wir es ändern können. Und dann fände ich es auch gut, wenn wir fortbestehen, weil Menschen an sich ja schon ein Goodie. Ich glaube, dass es vorbei ist mit der Ausbeuterei des Planeten, weil es rächt sich jetzt schon und wenn wir so weitermachen, werden wir, also ich glaube wirklich auch unsere Generation, ich werde 50 dieses Jahr, im August übrigens, du bist glaube ich auch um die 50, dann glaube ich, kriegen wir noch mit, wenn es wirklich eng wird. Also uns geht es ja hier noch ganz gut. Ich lebe in München, die Isar, da sehe ich kein Plastik drin rumschwimmen, aber es gibt ja Flüsse, die sind mittlerweile voller Plastik. Und wir schon im Bussibärchenland. Ja, das ist ja auch so lustig, dass man natürlich in seinem selbstgewählten Ort möglicherweise gar nicht so betroffen scheint. Dennoch sind wir ja auf dem gleichen Planeten. Und ob das nun China betrifft oder ob das Neuseeland betrifft oder Südamerika oder Grönland betrifft. Genau, wir kriegen es. Haben wir ja alle damit was zu tun. Ganz genau. Wer hat denn jetzt die Verantwortung dafür, dass wir unser Fortbestehen auch führen dürfen? Also
erstmal jeder Einzelne, und zwar jeder, aber die, die es halt wissen, ja. Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht verstehen, was sie tun. Dann natürlich auch die Politik. Ich denke, manche Dinge müssen wirklich geregelt und manche müssen auch verboten werden, ja, weil die einzelnen Menschen nicht verantwortungsvoll genug sind. Da nehme ich mich mit rein. Ich besitze eine Nespresso-Maschine. Das heißt, du gehörst vom Gesetzgeber reglementiert, dass die nicht mehr fortbestehen darf. Oder wie meinst du das? Ja, also ich habe sie schon seit vielen Jahren. Ich benutze sie nicht oft, aber ich benutze sie. Und das wissen wir alle. Das sind Alu-Kapseln. Der Kaffee kostet, keine Ahnung, was da ein Kilo Kaffee kostet, irgendwie 30 Euro, was weiß ich. Das muss doch nicht sein. Also das muss auch nicht sein, dass ich einen Espresso-Kaffee trinke. Warum tust du es, wenn du es so locker sagst? Weil ich manchmal auch ein Umweltschwein bin. Wow, okay. Ja, es ist so. Ich denke mir bei jeder Tasse Nespresso, tu es nicht. Gut, dann sprechen wir nochmal einzeln drüber. Mission Verantwortung, du bist zu Gast im Podcast von uns. Ja. Und sagst gleichzeitig, wir tragen alle die Verantwortung dazu. Wir müssen natürlich wissen, dass wir sie haben. Und ja, gibt es ganz klar zu erkennen, du weißt, was du da tust. Ja, was müssen wir also tun? Wir brauchen den Reglementierer von oben, also die Regierung oder wen? Ich denke, in manchen Bereichen ja. Also hätte ich zum Beispiel, würde ich regieren, würden mich alle Menschen hassen, weil das Erste, was ich machen würde, wäre, ich würde Tempolimit in Deutschland einführen. Ich würde es tun. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt äußern soll. Besser nicht. Aber ich kann es ja nicht machen. Aber könnte ich es machen, hätte ich es schon getan. Ich glaube, dass manche Dinge reglementiert werden müssen, ja. Ja. Weil so freiwilliges Tempolimit wird es nicht geben. Ich glaube aber, dass wir alle, also eben die, die es wissen, ich zum Beispiel, nehmen wir die Nespresso-Kapseln, das ist in meiner Entscheidung, ob ich diesen Kaffee koche oder nicht. Und es geht in ganz Kleinem los und in ganz Großem. Und ich glaube, für die kleinen Sachen können wir sehr gut Selbstverantwortung übernehmen, müssen uns der auch immer wieder bewusst sein und uns die bewusst machen. Großen Sachen, glaube ich, können wir nicht schaffen. Da, glaube ich, muss reglementiert werden, ja. Okay. Ich glaube nicht, dass das mit Strohhalmen was bringt. Jetzt haben wir ja gerade so eine Diskussion, was die Körperersatzteile betrifft, ne? Also die Organspende. Mhm. Und da wird ja hitzig diskutiert darüber. Ja. Und da geht es nur um eine Umkehr meiner Aussage. Das heißt, es sagt mir noch keiner, was ich zu tun habe, sondern er sagt mir einfach nur, er macht es mir ein bisschen schwerer oder leichter, je nachdem, aus welcher Richtung ich es betrachte, also ins Handeln zu kommen. Mhm. Willst du wissen, was darüber? Ich kann es nur für mich entscheiden und ich will kein Organ und ich gebe kein Organ. Mhm. Und wie denkst du über die Reglementierung, dass man da jetzt einfach umkehrt? Ah, ich finde es nicht gut. Ich glaube immer noch, dass man sich dafür entscheiden muss, und zwar man kann das ja machen. Mit dem Kärtchen im Geldbeutel von wegen, ich bin Organspender. Ich finde es nicht gut, wenn Menschen automatisch zu Organspendern werden und widersprechen müssen. Definitiv nicht. Okay. Wir werden mal die Verbindung mit der Nespresso-Maschine nochmal herstellen. Ja, das können wir gerne machen. Und werden dann stellen Sie aber auch die Verbindung her, dass ich kein Fleisch esse, okay? Ja, ich weiß ja, und das sollten wir unsere Hörer wissen lassen, ich weiß ja, du hast auch ganz viele Eckpunkte, die du jetzt nicht genannt hast, die sehr, sehr verantwortlich sind und in die guten Richtungen gehen. Ne? Wir halten uns natürlich auch gerne an den Kleinigkeiten auf und sagen dann, oh ja, da machst du das noch nicht. Man darf auch durchaus mal betrachten, was man schon alles tut. Ja. Und ich werde auch häufig dafür kritisiert, ich mache natürlich auch nicht alles richtig und bin weit davon entfernt. Und wenn ich dann irgendeine Kleinigkeit verbessere wieder in meinem Leben oder in meinem Umfeld, dann werde ich manchmal auch in der eigenen Familie kritisiert, so nach dem Motto, warum dürfen wir jetzt keine Plastikflaschen mehr kaufen? Warum müssen wir uns jetzt mit den Glasflaschen schleppen? Wir machen ja auch das und das und das. Genau. Wo ich dann sage, ja okay, aber irgendwo müssen wir ja ansetzen. Und Glasflaschen, ich sage nur Glasflaschen. Verbessern, ist einfach ein Stückchen Verbesserung. Ne? Genau. Außerdem geht es hier nicht um Perfektion. Dankeschön. Gut. Ja. Gut. Was müssen wir tun, um die Welt zu verbessern? Haben wir ja gerade drüber geredet. Ich glaube, wir müssen uns alle an der eigenen Nase packen und schauen, dass wir einfach auf unserem Weg besser werden. Nochmal, es geht nicht um Perfektion. Wir werden nicht perfekt werden, das müssen wir auch nicht.
Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit Ressourcen umgehen und auch wie wir mit anderen Menschen natürlich umgehen. Schön. Jetzt würde ich dir gerne persönlich drei Wünsche erfüllen, wenn ich eine Fee wäre. Stell dir einfach vor, ich wäre eine. Fällt dir schwer, warum lachst du da? Weil ich auch sofort visualisiere und jetzt irgendwelche Sternchen tanzen sehe. Die neuen Apps würden es möglich machen, ich kann sie bloß nicht bedienen. Okay, also ich nehme jetzt nicht diesen Wunsch, den ich das letzte Mal habe ich mir nämlich gewünscht, dass ich mir so viel wünschen kann, wie ich will. Mhm. Habe aber dann noch eingesehen, dass wenn sich drei. Erster Wunsch, ich hätte gern diese intakte Umwelt und Frieden auf Erden. Ich glaube, das wäre schon mal sehr schön. Natürlich auch das Bremsen von Aussterben von Arten. Das zählt als ein Wunsch, gell? Gell? Okay, Mama. dann wünsche ich mir, dass wir, bevor wir irgendwas tun, und zwar egal, ob mit einem Menschen oder mit einem Tier, egal was wir tun, dass wir erst fühlen können, wie es diesem Wesen gehen wird, wenn wir das sagen oder tun. Und dann erst die Entscheidung treffen, ob wir es tun oder nicht. Sprich, wenn wir jemanden verletzen, hätte ich gern, dass wir vorher spüren, was tun wir diesem Wesen jetzt an? Und dann können wir nochmal neu entscheiden. Und ich glaube, wir hätten eine andere Welt. Das finde ich einen großartigen Hinweis. Den habe ich beim letzten Mal schon aufgenommen. Also aufgenommen in mir, weil ich den extrem gut finde, in der Vorstellung, das einfach durchzuspielen schon. Mhm. Hast du noch einen dritten? Du hast ja 3-1 gemacht. Dann hast du noch einen offen. Ja, das ist ein großer, der zählt als ein großer. Den letzten, da wünsche ich mir was ganz, ganz total egoistisch. Ich hätte so gern, dass ich essen kann, was ich will und so viel ich will und wann ich will und es hätte keine negativen Konsequenzen. Okay. Ja. Ein interessanter Wunsch. Ja. Aber ich finde es übrigens wunderbar, dass du die Erste bist, die sagt, okay, ich wünsche mir weitere Wünsche. Ach nee, du bist die Zweite, muss ich zugeben. Ich hatte es letzte Woche schon mal. Das war als Kind immer für mich ganz klar. Aber nach so vielen Monaten, ich habe es auch immer gesagt, mein erster Wunsch ist oder mein dritter Wunsch wäre dann, ich wünsche mir einfach 3 weitere Wünsche. Ja, natürlich. Und unzählige. Ja, ich würde es ja dann immer wieder machen, nicht? Okay. Und ich glaube auch, dass wir ja unendlich viele Wünsche haben dürfen und auch umsetzen können. Es ist natürlich eine Fokusfrage und wir müssen auch wissen, dass unser Wunsch und deren Erfüllung auch immer einen bestimmten Preis hat, nicht? Genau. Und da sind wir wieder beim Anfang unseres Gespräches und einem meiner Lieblingskommentare, wenn wir dann danach handeln, dass wir erst denken und dann handeln, dann kann das auch ganz gut funktionieren insgesamt. Glaube ich auch. Warst du denn in meinem Leben so richtig verantwortungslos? Ja, ich bin es jeden Tag. Also abgesehen von deiner Espressomaschine. Ja. Gerade habe ich gesagt, ich wünsche mir, dass ich essen kann, was ich will, ohne negative Konsequenzen. Ich bin Diabetikerin und ich gehe nicht besonders verantwortungsvoll mit meiner Ernährung um. Ich schlage doch gern zu, wenn es um irgendwie Kuchen, Schokolade und so weiter geht. Und das finde ich sehr verantwortungslos, weil ich weiß, was das Ergebnis sein wird. Mhm. Aber ich arbeite dran. Durch dieses letzte Gespräch mit dir, da hattest du einen Blick, an den denke ich heute noch. Und ich habe wirklich, der war nicht schön. Aber das war so ein Blick, wo ich dachte, das ist richtig ernst. Und ich brauche das manchmal, dass ich mir wieder klar mache, weil Diabetes tut ja nicht weh, um was es eigentlich geht. Und wirklich, das letzte Gespräch war vorgestern, glaube ich, gell? Mhm. Seit vorgestern war ich tapfer. Immerhin vorgestern. Ja. Wow, ich liebe es, wenn ich positive Auswirkungen habe. Ja? Schauen wir mal, wie lange es anhält. Aber für die Hörer vielleicht zum Auffrischen, wir haben uns über die Diabetes unterhalten und das war noch ein bisschen ausführlicher und ich habe einen Freund gehabt, das weißt du auch noch nicht, der ist eines schönen Tages umgefallen. Da wusste der allerdings noch nicht, dass er Diabetiker ist. Mhm. Und interessanterweise, der wurde mal dünner und klappriger. Der war vorher ein guter, statuierter und trainierter Mann. Und dann wurde der immer klappriger und alterte zusehends. Und dann
irgendwann bei der fünften Untersuchung, vier Untersuchungen lang, haben sie nicht festgestellt, was eigentlich los ist. Und bei der fünften haben sie festgestellt, dass auf dem Gerät, wo Zucker gemessen wird, das geht ja, glaube ich, bis 1000, dieses Schnellgerät. Ich weiß nicht, bis oben war ich nicht. Also 999 und bei der vierten Stelle zeigt das nichts mehr an. Und dann kommt nur noch Tilt. Also High stand denn da drauf. Und das hatte er und dann sind die plötzlich alle ganz panisch geworden. Dann ist er auch sofort ins Krankenhaus eingeliefert worden und. Weil das natürlich lebensbedrohlich ist in diesem Wertebereich. Ja, ja. Und fortan konnte er sich entsprechend erstmal richtig verhalten. Er wusste ja vorher gar nicht, dass er Zucker hat. Ja? Ja. Und weil ich da so ein bisschen sehr nah dran war damals, habe ich auch so vorwurfsvoll geguckt. Und, aber es ist schön, wenn es eine positive Auswirkung bei dir hat. Auch wenn der Blick nicht schön war, wie du gerade gesagt hast. Naja, so, dass er wirkt. Ja, wir haben alle unsere Baustellen. Nicht? Ja, was willst du in Zukunft noch erreichen? Wo willst du noch mehr Verantwortung übernehmen? Ich möchte noch mehr Verantwortung übernehmen, wenn es ums Thema Lernen geht. Da möchte ich mehr noch Richtung Schule und auch in Unternehmen, um in Unternehmen Menschen auch wieder fürs Lernen zu begeistern. Und zwar für ein intrinsisch motiviertes Lernen, um ihnen wieder Spaß am Lernen zu vermitteln. Mhm. Ich glaube nämlich, also Spaß ist immer so Spaß, also mit Freude. Freude ist das schönere Wort. Weil ich glaube, wenn... Ja, ich auch. wenn Menschen merken, wie schön es sein kann, was Neues sein und überhaupt weiterzulernen, dann werden sie es immer mehr tun. Und ich glaube, das Lernen und Wissen, das ist, glaube ich, die wahre Währung. Wenn es dann auch angewandt wird, gern. Jetzt bist du eingefroren. Bei der Aussage, die war so wichtig, dass du eingefroren bist an dieser Stelle. Die wahre Währung. Und ich habe noch. Wahre Währung, glaube ich, ist Wissen. Und genau. Wissen kriege ich über Lernen. Und zwar nicht über, ich rede jetzt nicht von Vokabellernen, auch das, sondern über Lernen über die Welt, über alles. Wenn wir uns auf angewandtes Wissen einigen können, bin ich voll bei dir. Ja, okay, wir einigen uns auf angewandtes Wissen, aber ich glaube, dass man viel Wissen braucht, um Wissen anwenden zu können. Nicht alles, was wir wissen, wenden wir an. Genau. Ja. Die Basis muss breiter sein. Liebe Anke, ich danke dir für deine Zeit in dieser doch für dich so druckvollen Phase. Deadline-Chunky habe ich neulich gehört. Der was? Deadline-Chunky. Deadline-Chunky, das verstehe ich sogar ein bisschen. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles wie von selbst fließt und im guten Zeitablauf jetzt für dich vorangeht. Danke für deine Zeit, danke für deine Gedanken, danke für deine Informationen, auch im Sinne unserer Hörer. Danke dir für den Podcast. Das war mein zweiter Podcast. Zweimal mit mir. Aber der erste Podcast, der aufgezeichnet wurde. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und auch für die Chance. Ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, dass du dich da so engagierst, auch im Rahmen vom Sammelband. Danke. Herzlichen Dank. Danke dir. Ja. Tschüss. Tschüss.